über die Liebe. Darüber ist vieles geschrieben worden. Es wird immer noch viel darüber geschrieben. Aber heute geht es mir nicht um eine Abhandlung über die Liebe, auch keine Anweisungen, Liebe zu üben. Die Liebe, von der heute die Rede ist, meint eine Ebene der Verbundenheit, der Einheit, eine Liebe, die den anderen nicht ausschließen kann. Eine Liebe, die auch den Verbrecher und Mörder nicht ausschließen kann. Die überschreitet die anthropozentrische Sicht der Welt. Die überschreitet selbst die Konfessionen. Die verlässt die Egozentrik und drückt das hintergründige Eine, unser Sein, in den Vordergrund. Niemand kann eigentlich herausfallen aus dieser Liebe. Nicht einmal der Feind kann herausfallen. Es ist eine Ebene der mystischen Einheit und Verbundenheit. Wer sind wir, dieser Homo sapiens, der ein paar Jahrzehnte auf diesem Staubkorn am Rand des Weltalls lebt? Wir müssen versuchen, uns irgendwie klar zu machen, was bedeuten denn diese paar Jahrzehnte in diesem zeitlosen Universum? Man hat festgestellt, Weltraumteleskop Hubble, dass in der unfassbaren Entfernung von 60 Millionen Lichtjahren sich zwei vorher isolierte Sternenhaufen zu einer neuen Galaxie vereinigt haben. Und dass durch diesen Crash Milliarden neue Sterne entstehen. Wer macht denn so etwas? Wir müssen aus unserer Ich-Einstellung, aus unserem Ich-Verständnis heraus, wenn wir begreifen wollen, wer wir sind. Ich habe es in der Frankfurter Rundschau gelesen. Unser All ist nicht das Einzige. Unablässig entfalten sich neue Universen wie Dampfblasen in einem Topf kochenden Wassers. Unablässig entfalten sich neue Universen. Wieder die Frage, wer macht denn das? Warum geschieht denn das überhaupt? Darauf gibt es keine intellektuelle Antwort. Und man weiß heute, sogar die Zeit kann rückwärts laufen in einem Universum. Auch bei uns, die Sonne, weiß man, in 2 Milliarden Jahren hat sich die Sonne so ausgedehnt, dass sie die Erde auffrisst. Ja. Erde und Sonne sind dann eins. Immer wieder die Frage, und wer macht das denn? Da ist eine Seinsebene, die mit unserem Ich, unserem Wissen nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Man hat jetzt im LHC-Ring in Genf ein 28 Kilometer langes Tunnel, wo man versucht, den Urknall herbeizuführen. Fast ist man hingekommen, aber ganz hat man auch den Urknall nicht entdecken können. Aber man weiß, im Grunde genommen ist das, was wir sehen, begreifen, sind, aus dem Nichts plötzlich entstanden. Und dann wieder die Erkenntnis, unser Ich sagt uns nicht, wer wir sind. Und darum, das, was ich schon oft gesagt habe, wieder sagen, wir müssen versuchen, auf diesem Weg, den wir hier gehen, aus der Ich-Eingrenzung rauszukommen. Dann begreifen wir mehr von unserem Ich und von diesem Leben. Und wir verlieren die Angst vor dem Tod, weil wir wissen, das Leben, das ich bin, das geht zurück in das Leben, so wie die Welle zurückkehrt in den Ozean.
man erkennt langsam, nur die Liebe verändert die Welt, nicht Gebote, nicht Verordnungen. Ein Pharisäer fragte einmal Jesus, wer ist denn mein Nächster, den ich lieben soll? Jesus antwortete, da ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder, ließen ihn liegen und gingen weg. Da kam ein Priester des Weges, aus dem Evangelium lese ich vor, kam ein Priester des Weges, er sah diesen Mann da liegen, aber er ging einfach weiter. Da kam ein Levit, sagt Jesus, der sah diesen Mann da liegen und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samaria, der auf der Reise war. Als er diesen Mann sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein in seine Wunden, verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am anderen Morgen holte er 2 Denare aus der Tasche, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien war wirklich der Mensch, der verstanden hat, das ist ein Mitmensch, für den ich zu sorgen habe, in Liebe, Einheit und Verbundenheit. Das gleiche sagt übrigens auch Shakyamuni Buddha. Da war ein Mönch an Ruhr erkrankt. Er lag stinkend in seinem eigenen Urin und Kot da. Und als Buddha diese Unterkunft betrat, fragte er, warum sich niemand um diesen Menschen kümmert. Die anderen Menschen kümmerten sich nicht um ihn, antwortete einer, weil ich auch nichts für sie tue. Buddha und sein Begleiter Ananda wuschen den Mönch, hoben ihn hoch, legten ihn auf ein Bett. Und dann stellte Shakyamuni Buddha die Gemeinschaft zur Rede, warum sie sich nicht um den kranken Mönch gekümmert hatten. Und er sagte sie ihnen, Mönche, ihr habt weder eine Mutter noch einen Vater, die euch pflegen können. Wenn ihr euch nicht umeinander sorgt, wer wird sich dann um euch kümmern? Wer auch immer pflegen soll, der sollte wirklich den anderen pflegen, wenn er krank ist. Das ist also wirklich die Frage, wie stehe ich zum anderen Menschen? Aber die neuesten Erkenntnisse sind, nur wenn ich Einheit, Verbundenheit und Liebe erfahre, kümmere ich mich auch um den anderen. Wenn ich diese Erfahrung aber nicht mache, ist der andere gleichgültig, wie wir das gerade gehört haben. Das heißt also, ich muss als Mensch wirklich aus meiner Egozentrik heraus und begreifen, mein Ich ist nicht mein wahres Wesen. Eckhart kommt immer wieder darauf zu sprechen. Er sagt zum Beispiel, ein Mensch gehe übers Feld und spreche sein Gebet und erkenne Gott. Oder er sei in der Kirche und erkenne Gott. Erkennt er darum Gott mehr, weil er an einer ruhigen Stätte weilt, so kommt das von seiner Unzulänglichkeit her, nicht aber von Gottes wegen. Denn dieser göttliche Seinsgrund ist in allen Dingen und an allen Städten und ist bereit, sich in gleicher Weise zu geben, soweit es an ihm liegt. Und der nur erkennt diesen Seinsgrund Gott recht, der ihn auch wirklich begreift. Wir müssen auch aus unserer religiösen Einstellung, aus unserem religiösen Verständnis langsam heraus, das viel zu eng ist, müssen heraus in ein Verständnis der Einheit, Verbundenheit und Liebe. Und ich wiederhole, das ist nicht etwas, was ich mache, sondern was ich erlebe. Wenn ich diesen Weg gehe, den ich hier gehe, dann kommt in mir eine Erfahrungsebene,
die mir sehr viel mehr sagt, vermittelt, als mein Ich mir bis jetzt gesagt hat. Auch Jesus setzt sein Leben mit den anderen Menschen gleich. Er sagt zum Beispiel, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Mehr und mehr Menschen, vor allem Frauen, und das ist wunderbar, nehmen sich Kranken, Alten an, die sich selber nicht mehr helfen können. Das ist ein Weg, den wir als Menschen jetzt wirklich beschreiten müssen. Bis jetzt sind die Menschen früher gestorben, jetzt werden sie alt, gebrechlich, dement. Jetzt brauchen sie einfach Hilfe von anderen. Und aus dieser Gleichsetzung, die aus der Einheitserfahrung kommt, darin liegt die Weisheit, alles mit den Wegen. Es gibt keine absolute Trennung zwischen einem Ich und einem Du. Es gibt keine absolute Trennung zwischen mir und einem anderen. Das ist wie die Wellen auf dem Meer, sind alles einzelne Wellen, aber alle sind eins verbunden mit dem gleichen Wasser. Und das haben wir zu erfahren. Und Menschen, die wirklich durchbrechen, erfahren das auch. Der andere ist ja mein Wesen. Und die Liebe, von der hier die Rede ist, hat mit Moral nichts zu tun, sondern basiert auf der Erfahrung des Nicht-Getrenntsein. Und solange die Nächstenliebe nur ein Gebot bleibt, wird es keinen Frieden, keine Harmonie auf unserem Planeten geben. Und wenn wir wirklich lieben, dann erkennen wir im anderen uns selbst und erfahren das angeblich Böse des anderen auch als das eigene Böse. Vor kurzem kam eine Frau aus der Stadt und war zutiefst erschüttert. Und sagte mir plötzlich, ich bin ja der Bettler, der auf der Straße saß. Plötzlich begreife ich, ich bin ja der Bettler, der auf der Straße saß. Und eine andere Frau sagte mir, sie hat einen Film gesehen, sah, wie jemand ermordet wurde. Und sie erkennt plötzlich, ich bin ja der Mörder und der Ermordete. Ich bin ja beides. Darum geht ihr hier wirklich einen ganz entscheidenden Weg, wenn ihr diesen Weg geht, kommt eine ganz neue Erfahrungsebene auf in euch, die die eigentliche Erfahrungsebene unseres Menschseins ist. Aber Liebe ist deswegen nicht unkritisch. Sie kann auch Nein sagen und ihre eigene Überzeugung verteidigen. Da war Margarete Porete, wie wir wissen, Chantal Bruno, ein Miguel Molinos, die alle umgebracht wurden, weil sie im Grunde genommen die Menschen mit Einheit und Liebe versorgt haben, was aber viele nicht wollten. Man hat sie daher umgebracht. Das ist die Geschichte vom Regenmacher, die das ganz gut verdeutlicht. In einem Dorf hatte es lange Zeit nicht geregnet. Und alle Gebete, Beschwörungen halfen nichts. Es fiel kein Regen. Da schickte die Leute zum großen Regenmacher. Bei seiner Ankunft war der Brot und Wasser und zog sich für einige Tage in seine Hütte am Dorfrand zurück. Nach 3 Tagen regnete es. Voll Freude kamen die Menschen vor die Hütte des Regenmachers und fragten ihn, wie hast du das nur gemacht, dass es plötzlich regnet? Der Regenmacher antwortete, als ich in euer Dorf kam, spürte ich die ganze Zerrissenheit und Feindschaft, die durch eure Lieblosigkeit entstanden ist. Ich ging in meine Hütte, brachte mich selbst in Ordnung und als ich in Ordnung war, kam auch ihr in Ordnung. Es geschieht etwas auch mit anderen, wenn ich selber in eine solche Erfahrungsebene komme, dann hat das irgendwo eine Wirkung auch auf
die anderen, ohne dass ich da etwas tun muss und machen muss. Ich habe eben zu begreifen, dass die Grundstruktur des Universums Einheit ist, Verbundenheit ist und Liebe ist. Und wenn wir uns gegen das Gebot der Liebe verfehlen, verfehlen wir uns nicht nur gegen ein Gebot, wir fehlen uns gegen die Grundstruktur des Universums, die Einheit, Verbundenheit und Liebe ist. Darum sagt Meister Eckhart, in der Liebe, in der Gott sich selbst liebt, darin liebt er auch alle Kreaturen. Nicht als Kreaturen, sondern alle Kreaturen als Gott. Dieser Seinsgrund, wiederhole ich wieder, den wir Gott nennen, der ist verbunden mit allen Menschen, mit allen Lebewesen. Und in der Liebe, in der Gott sich selbst liebt, darin liebt er alle Dinge. Also ich betone noch einmal, es ist nicht, dass ich liebe dich und du liebst mich. Das ist auch wichtig, selbstverständlich. Ich habe auch Menschen, die mir nahestehen. Aber am Ende ist es das Entstehen einer Einheit, Verbundenheit, die auch den Verbrecher nicht ausschließen kann. Und Liebe ist das Verständnis für die Evolution. Der Satz ist mir sehr wichtig. Ohne dass das eine aus sich heraustritt und zum Vielen wird, gibt es keine Evolution. Wir stecken alle noch sehr stark in unserem Ich und meinen, das ganze Universum sei vor allem auch unser Ich. Nein, unser Ich ist ein Wellenschlag in diesem zeitlosen Universum. Ich liebe den Sufi-Mystiker Rumi, der sagt, der Selbstlose, wer sich selbst vergessen hat, ist ein Spiegel geworden. Nichts ist mehr da als der Spiegel, das Spiegelbild des Gesichtes eines anderen. Und wenn du darauf spuckst, spuckst du in dein Gesicht. Und wenn du den Spiegel schlägst, schlägst du dich selbst. Und wenn du ein hässliches Gesicht im Spiegel siehst, bist du es. Und wenn du darin Jesus und Maria siehst, bist du es auch. Also, wir müssen versuchen, einen ganz neuen Blickwinkel zu unseren Mitmenschen zu kreieren. In der Koransammlung Mumunkan fragt der Zen-Meister Tosan, sogar Shakyamuni und Maitreya dienen jenem einen. Sag mir, wer ist denn jener eine? Jener eine ist der Urgrund des Seins. Wir sind eine Inkarnation dieses Seinsgrundes, der sich jetzt feiert als das, was ich bin. Und im Gedicht zu diesem Koran heißt es, des anderen Bogen spanne nicht, des anderen Pferd besteige nicht, des anderen Pfähle betratsche nicht. Es gibt nur ein Pferd, wir alle besteigen das eine Pferd. Wir alle spannen diesen einen Bogen. Und wenn wir über den anderen tratschen, tratschen wir über uns selbst. Wir müssen begreifen, dass unser Ich uns nicht so diese Menschen macht, sondern dass wir versuchen müssen, hinter diese Ich-Eingrenzung zu kommen. Wir verfehlen uns also nicht gegen ein Gebot, wenn wir nicht lieben. Wir verfehlen uns gegen das Wesen der Evolution, die Einheit, Verbundenheit und Liebe ist. Es gibt eine ganz wichtige Geschichte, die vielen Kulturen ähnlich erzählt wird, aber auch in unserer Bibel. Die Geschichte vom Sohn, der vom Vater sein Erbe haben möchte. Das große Leben, sagt er, das liegt schon da draußen. Gib mir mein Erbe. Nimm sein Erbe und zieht hinaus, bringt sein Erbe durch und landet am Ende als Schweinehirt. Und er kriegt nicht einmal das Futter, das die Schweine bekommen. Da will dem einen, ich könnte ja nach Hause gehen zu meinem Vater. Da geht zurück zu deinem Vater, wirft sich vor seinem Vater nieder, bittet um Verzeihung. Der Vater hebt ihn auf, sagt, gib ihm ein anständiges Kleid, gib den Schuh an die Füße, gib ihm ein frisches Hemd.
Jetzt hat er begriffen, wer er ist. Und Vater ist ja das Seinsgrund, nicht ein Mann oder ein Mensch. Er hat begriffen, wer er ist. Und jetzt kann er wieder hinausgehen in die Welt. Aber jetzt geht er ganz anders hinaus als vorher. Und oft ist es das Leid, das Scheitern, das uns zur Besinnung bringt und uns an unser eigenes Ziel erinnert. Scheitern ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Ich bin in meinem Leben schon einige Male gescheitert. Aber ich habe nie versucht, da muss ich durch, ich muss gegen den anderen kämpfen, um das festzuhalten. Ich habe immer einen weiten Bogen gemacht, bin auf der anderen Seite weitergegangen. Es ist ganz wichtig, auch Dinge zu lassen und einfach seinen eigenen Weg weitergehen. Rumi beschreibt das wunderbar. Von beiden Welten weiß ich nichts. Ich kenne nur eine Welt. Ich suche nur die eine Welt. Ich weiß nur von der einen. Ich finde nur die eine. Und ich singe von einer. Ich bin so trunken vom Wein des Geliebten, dass mir die beiden Welten entglitten sind. Mir bleibt nichts anderes mehr zu tun, als nach dem Kelch des einen Geliebten zu greifen. Wir stecken noch so stark in unserem Individuum. Wir sollten auch dieser Mensch sein, aber wir sollten gleichzeitig begreifen, dass wir Einheit, Verbundenheit und Liebe sind. Nochmal Rumi. Er handelt von der Bambusflöte, die singt und klagt, weil sie vom Bambus abgeschnitten wurde. Rumi sagt, höre die Bambusflöte. Sie erzählt dir von der Trennung. Abgeschnitten vom Bambus muss sie klagen und weinen, aber sie erkennt, wer sie ist. Text, wahrscheinlich stammt er von Lao Tse, man weiß nicht genau, ob das stimmt. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Es gibt für uns Menschen keine andere Botschaft. Wir müssen erfahren, Einheit, Verbundenheit mit allen anderen Wesen. Mit allen anderen Wesen. Ich habe eine ganz enge Verbindung mit der Frau Gruber, ich weiß auch, wer die kennt, die ein Zentrum hat in Deutschland, wo sie den Menschen zu sagen versucht, wer sie sind. Sie hat jetzt für 3 Millionen Mark ein Zentrum eingerichtet, wo sie alle Tiere einsammelt, die von anderen geschlagen werden, weggeworfen werden, entlassen werden. Sogar 2 Kamele hat sie jetzt. Und sie füttert diese Tiere. Sie möchte, dass diese Tiere leben dürfen, so wie Menschen auch leben. Und es wäre wichtig, dass wir auch einen anderen Umgang mit Tieren pflegen. Und den pflegen wir ja auch, wenn wir wirklich
aus dieser Liebe heraus auch den Tieren begegnen. Eine Katze und einem Hund. Zu begreifen, dass Liebe die Grundstruktur der Evolution ist, selbst transzendent hinein in diese Erfahrung der Einheit, Verborgenheit der Liebe. Und der Kosmos gleicht einem riesigen Fischernetz. Die einzelne Masche, das einzelne Wesen ist sehr wichtig, aber allein macht sie keinen Sinn. Nur als Masche im Netz können wir bestehen. Nur als Einheit in Verbundenheit mit allem. Entschuldigt, dass ich so huste und krächze. Deutlicher Beweis vom lieben Gott soll endlich den Mund halten. Der Kosmos, Entschuldigung, ich wollte von Kabir reden. Kabir, auch ein Mystiker, ein Sufi-Mystiker, der in den Sufismus ausgetreten ist. Die Flöte des Unendlichen wird ohne Ende gespielt und ihr Ton ist Liebe. Wenn Liebe alle Grenzen entsagt, erreicht sie die Wahrheit. Wie weithin der Duft sich breitet, er kann kein Ende, nichts steht ihm im Wege. Die Gestalt dieser Melodie ist leuchtend wie eine Millionen Sonnen. Unvergleichlich ertönt die Wiener, die Töne der Wahrheit, die Wiener, die Töne der Liebe. Mystiker, die eine tiefe Erfahrung gemacht haben, haben diese Einheit mit allen Menschen, allen Wesen erfahren. Und wenn ich diese Einheit erfahre, dann kann ich nicht einmal einen Käfer zertreten mit Absicht, sondern ich kann ihn seinen Lauf lassen. Ist allerdings nicht so einfach. Ich habe neulich einen Wurm aufgehoben, habe ihn auf die Seite gelegt und schon kam eine Amsel und hat sich gefreut, dass und Liebe macht Menschen aus uns. Wir sind verantwortlich für das, was wir ausstrahlen. Und Liebe ist das Weltbaugesetz. Wer nicht lieben kann, kann sich nicht öffnen, er kann nicht Austausch mit anderen leisten, er kann dann auch nicht wachsen und gedeihen. Es gibt das neueste Erkenntnis, dass Menschen, die als Kinder keine Liebe erfahren und auch keine Liebe geben können, früher sterben. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Am Ende, nicht gelebte Liebe macht krank. Und die Liebe wird leicht zum Narzissmus, wenn ich nicht wirklich mich öffne zum anderen Leben. Und was wir am Ende unseres Lebens in Händen haben, sind nicht unsere Leistungen, unsere Werke. Wir werden uns zuerst und vor allem die Frage stellen müssen, wie viel wir geliebt haben, wie viel wir mit anderen verbunden waren. Wir werden am Ende des Lebens einmal nicht gefragt, ob wir katholisch, evangelisch, protestantisch oder überhaupt keine Religion angehören. Wir werden gefragt, wie viel wir geliebt haben, wie viel wir offen waren für unsere Mitmenschen. Und die Sprache der Liebe ist die einzige Sprache, die alle Menschen verstehen, die uns aus der Misere helfen kann, in die wir als Spezies hineingeraten sind. Seitdem wir Ich und Du sagen können, hat kein sein Bruder Abel umgebracht. Das tun wir am laufenden Band. Und der Neuropsychologe Richard Davidson sagt, Liebe führt zur grundlegenden Veränderung im Gehirn. Die Aktivität der linken Gehirnhälfte erhöht sich. Bei Untersuchungen war sie bei Meditierenden sehr viel höher. Meditation sorgt für Ausgeglichenheit und Gemütsruhe. Und der amerikanische Arzt Carl Simonton hat festgestellt, dass sich die Lebenszeiten von Krebskranken durch Meditation verdoppeln können.
durch Meditation und Liebe kann sich sogar unser Leben verändern und verlängern. Und man hat festgestellt, Forscher haben das festgestellt, dass Gefühle, das Gefühl, geliebt zu werden und seelische Unterstützung zu bekommen, ein wichtiger Faktor für die Prognose der Schwere von koronaren Herzkrankheiten ist. Sogar Herzkrankheiten verbessern sich, verändern sich, wenn es Menschen gibt, die wirklich mit Liebe da sind. Und wie sich die soziale Einbettung für die Prognose bei Herzkrankheiten auswirkt, war auch Gegenstand einer Untersuchung von 2300 Männern, die einen Herzinfarkt überlebt hatten. Diejenigen, die sozial isoliert lebten und unter starkem Stress litten, hatten ein vierfach höheres Todesrisiko im Vergleich zu den Männern, die einfach sozial eingebunden waren und geliebt waren. Es gibt noch eine unglaubliche Studie aus der Case Western Reserve University in Cleveland. Die Untersuchung wurde mit 10.000 verheirateten Männern durchgeführt, die noch keine Angina pectoris hatten. Aber im Sinne der üblichen Risikofaktoren, Stress, Mangel an Bewegung, falsche Ernährung, waren sie stark belastet. Nach der statistischen Wahrscheinlichkeit müssten diese Männer in den nächsten 5 Jahren 20-mal häufiger an Angina pectoris erkranken als Menschen ohne diese Risikofaktoren. Und alle Männern wurde zu Studienbeginn die Frage gestellt, ob sie sich geliebt fühlten. Und diejenigen, die die Frage mit Ja beantwortet hatten, litten in den nächsten 5 Jahren signifikant weniger unter Angina pectoris als die, die keine liebevolle Unterstützung durch ihre Partnerin erfuhren oder Partner erfuhren, obwohl alle die gleichen Risikofaktoren hatten. Fehlen im nahen Umfeld Liebe, Unterstützung, dann steigt das Risiko, ernsthaft krank zu werden, um das 3- bis 5-fache des Normalen. Das sind ganz nüchterne Erkenntnisse von Wissenschaftlern heute. Und Studien ergaben, dass Menschen, die in ihrer Kindheit keine Zuwendung erhielten, im Erwachsenenalter bis zu 90% für Krankheiten anfälliger sind. Es gibt auch Erkenntnisse, die gesammelt worden sind. Religiöse Menschen sind weniger oft im Krankenhaus, haben einen niedrigeren Blutdruck und sind besser gegen Herz- und Kreislaufkrankheiten geschützt. Wir merken das ja nicht. Aber wenn wir uns so verhalten, geschieht etwas bis in unsere Füße hinein. Weiter, sie haben deutlich niedrigere Blutwerte, die bei chronischem Stress erhöht sind und als Zeichen eines geschwächten Immunsystems gelten. Und der Unterschied im Gesundheitszustand von spirituellen Menschen und Ungläubigen ist ähnlich wie der zwischen Nichtrauchern und Rauchern. Wenn Spiritualität ein Medikament wäre, wäre es längst zugelassen. Wer Spiritualität gegenüber abgeneigt ist, hat gesundheitlich ein höheres Risikofaktor. Und ich glaube nicht, dass Maria und ein Heiliger hilft, wenn wir beten und an einen Marienwallfahrtsort gehen. Es ist die Grundstruktur der Evolution. In einer ganz aufregenden Studie versuchte ein Amerikaner, ein Kardiologe, Randy Bird, eine Erfahrung zu machen, ein Professor an der Universität von Kalifornien in San Francisco. Er stellte Menschen die Frage, ob Beten hilft. Er organisierte in einer Double-Blind-Studie für 393 Patienten der Koronarstation seines San Francisco General Hospitals Gebetsgruppen.
Im ganzen Land wurden Fürbitten, Protestanten, Katholiken, Juden, Ungläubige mobilisiert. In ihnen wurde die Diagnose und der Gesundheitszustand von Patienten mitgeteilt, für die sie beten sollten. Sie kannten die Personen nicht. Auf jeden Patienten der Gruppe, für die gebetet wurden, entfielen 5 bis 7 allein, 5 bis 7 Menschen, die beteten. Das Ergebnis? Die Studie war verblüffend. Patienten, für die gebetet wurde, für jemanden beten bedeutet Liebe senden. Patienten, für die gebetet wurden, benötigten signifikant weniger Antibiotika, erlitten seltener Lungenödeme, mussten weniger häufig künstlich beatmet werden und hatten einen signifikant niedrigeren Krankheitsscore. Das sind also ganz nüchterne Erkenntnisse von Wissenschaft. Da ist es so entscheidend, dass wir als Spezies endlich uns öffnen können zu anderen Menschen hin. Und noch ein Beispiel. Unglaublich. Man wollte den Blutdruck untersuchen und wollte künstliche Erhöhung vornehmen. Man gab freiwilligen Versuchspersonen zur Hälfte, die Hälfte der Freiwilligen bekam das Mittel, das den Blutdruck erhöhte, die anderen bekamen ein Placebo. Da kam plötzlich ein Mann, der wollte sich umbringen. Er nahm also das Mittel, das ihm da gegeben wurde. Er nahm das ganze Mittel, das für 30 Tage gedacht war, auf einmal und schon wurde er krank. Lag im Sterben, kam ins Krankenhaus und dort stellte man fest, dass er das Placebo genommen hatte und nicht dieses Mittel, das ihn also nun umbringen konnte. Man sagte ihm, du hast das Placebo genommen, du hast gar kein Mittel genommen, das dich umbringen kann. Sofort stand er auf und ging nach Hause und war wieder gesund. Unglaublich, was wir als Menschen alles produzieren. Und dann noch etwas. Man wollte ein Kaninchen den Blutdruck untersuchen und gab ihnen ein entsprechendes Mittel, das den Blutdruck erhöhte. Es gab 3 Käfige übereinander. Im unteren Käfig zeigte das Mittel keine Wirkung. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau, die die Tiere versorgte, das Futter in die oberen Käfige einfach hineinwarf. Im unteren Käfig steigelte sie lange und ausgiebig alle Kaninchen. Und siehe da, diesen Kaninchen konnte man nicht feststellen, dass sich der Blutdruck erhöht hat. Also es geschieht sehr viel mehr, wenn wir als Menschen miteinander in Liebe, Verbundenheit begegnen. Ich wiederhole noch einmal, es ist nicht, ich liebe dich und du liebst mich. Es ist eine universale Offenheit, die niemand ausschließen kann. Wie ich schon sagte, nicht einmal den Verbrecher. Und ich kann auch von mir sagen, dass Liebe auch die Quintessenz meines Lebens ist. Bin ich 88 Jahre alt geworden. Mit 6 Jahren hob ich mich zum ersten Mal aus der rationalen Einschränkung heraus. Und da habe ich begriffen, es gibt einen Seinsgrund, der Einheit, Verbundenheit und Liebe ist. Damals konnte ich das nicht deuten. Aber es ist mir widerfahren. Und etwas, was ich dann eben auch in meinem Leben immer wieder gezeigt habe. Wir erreichen eben vieles durch Wollen und Machen.
an den wir uns einlassen in Einheit, Verbundenheit. Das bedeutet auch ein Ja zu mir selber. Auch mein Körper verändert sich gleichsam, wenn ich positiv in Liebe zu ihm stehe. Noch ein Text von Ibn Arabi, einem Muslim Weisen. Es gab eine Zeit, da ich meine Nächsten ablehnte, wenn sein Glaube nicht der meine war. Jetzt ist mein Herz fähig geworden, alle Formen anzunehmen. Es ist die Weite für Gazellen und Kloster für Christenmönche, Tempel für Götzenbilder, Kaaba für Pilger. Es ist Gefäß für die Tafeln der Tora und die Verse des Koran, denn meine Religion ist die Liebe. Ganz gleich, wohin die Karawane der Liebe zieht, der Weg ist der Weg meines Glaubens. Also wo Menschen plötzlich eine solche Erfahrung machen und die erreichen wir, wenn wir diesen Weg gehen, den wir hier eingeschlagen haben. Es geschieht etwas mit uns, wenn wir diesen Weg gehen. Und es geschieht etwas mit uns, das zur Einheit, Verbundenheit und Liebe führt. Und der Weg, den wir hier gehen, der hilft uns wirklich, unser Ich positiv zu verändern. Also ich habe es euch aus meinem Buch vorgetragen, das da vorne liegt, über die Liebe. Es hat jetzt die letzte Auflage bekommen, hat mir gestern jemand berichtet. Die sechste, aber das ist dann der Schluss, wird nicht mehr aufgelegt. Es sei denn, es kommt wieder einer und legt es trotzdem noch auf. Noch ein Wort zum Begriff Placebo. Die Placebo-Forschung hat erkannt, dass die Trennbarkeit von Geist und Psyche und Physis von vornherein auf einer prinzipiell falschen Annahme besteht. Gibt den Physiker Fritz Albert Popp, ist inzwischen leider gestorben, Entdecker der Biophotonen, hat sich 15 Jahre lang mit dem Placebo-Effekt befasst. Und hat festgestellt, dass selbst Homöopathie letztlich ein Placebo-Effekt ist. Einer der wichtigsten Effekte für Heilung überhaupt. Und dass in der Spontanheilungen immer der Placebo-Effekt liegt. Physis, Psyche und Geist des Menschen sind nicht getrennt. Bewusstsein und Körper sind miteinander verzahnt. Und der Mensch muss an seine Gesundung glauben, dann geschieht auch etwas mit ihm. Und die mit Placebo verbundenen Erwartungen wirken über psychoneuroendokrine Prozesse und führen so zu einer Modifikation der Schmerzwahrnehmung. Es kommt zu einer gesteigerten Ausschüttung von Dopamin. Diese Medikamente sind eben oft wirksamer als andere. Beide schütteln im Gehirn Opiate aus. Der Arzt Franz Parsold behauptet, dass sein Placebo oft besser wirkt als das Medikament. Also, unsere innere Einstellung, die wir haben, die wir mitbekommen, wirkt viel entscheidender als unser Ich, das von außen kommt. Und auch der Arzt selbst und der Mensch selbst ist eine Art von Placebo. Ebenso die Umgebung des Kranken, Eltern für Kinder, Freunde, die Mut machen. Es ist evident, dass als Erklärung des Placebo-Effektes aus der Sicht der Psychologie heraus der Glaube an Gott und die Hilfe von Heiligen oft eine ganz starke Wirkung hat. Ich wiederhole, ich glaube nicht, dass da Heilige oben sind, die wirken. Aber der Glaube, diese Vorstellung, ja,
die hilft tatsächlich. Ja. Und noch einmal zusammenfassen, der Placebo-Effekt ist keine reine Einbildung und wird nicht von Betrügern und Scharlatanen genutzt. Placebo sprechen nicht allein Patienten an, deren Krankheit nur eingebildet ist. Auf Placebos reagieren auch Patienten, die nicht an den Erfolg der Behandlung glauben. Interessant, ja. Auch wenn einer nicht an die Behandlung glaubt, die er bekommt, wirkt sie. Nicht nur Erwachsene, auch Kleinkinder und Tiere wirken durch Placebos. Das heißt also, ich komme zurück auf die Liebe. Und Placebo ist ja nichts anderes, ich gebe Liebe. Ja. Hat eine unglaubliche Wirkung auf unsere Mitmenschen. Liebe hat einen unglaublichen Effekt auf unser menschliches Dasein. Wenn wir nicht aus unserer Egozentrik endlich aufwachen, wird uns nicht bewusst, wer wir wirklich sind. Nur wenn wir diese apersonale Seinsebene erreichen, werden wir aufhören, einander umzubringen, wie wir das nach dem Mythos von Kain und Abel immer noch tun. Also ihr habt hier eine Spur gefunden. Geht diese Spur? Es ist die Spur des Lebens. Und wenn ihr die Spur geht, nehmt andere mit dabei. Durch eure Präsenz, durch euer Dasein. Ohne dass ihr ihnen etwas sagen müsst, einfach eure Liebe, eure Zuwendung hilft anderen Menschen. Es ist 1 Uhr, draußen wartet das Mittagessen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass ihr wirklich so auch den Weg gefunden habt jetzt, der wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn hier in diesem Haus einmal in der Woche Menschen zusammenkämen und den Weg gehen würden, von dem wir jetzt gesprochen haben.